Grüßt euch, hi, herzlich willkommen bei Fantastisch Frei. Das ist die Folge zur Fahrgestellrestauration. Und das Fahrgestell, die Restauration, das war so, ich sag mal, der härteste Job, den wir gemacht haben. Warum, das erfahrt ihr in der Folge. Bevor wir ans Fahrgestell überhaupt gehen konnten hier, musste natürlich die alte Kabine hinten ab, weil sonst kommen wir ja gar nicht dran. Und dafür waren wir bei unserem Ausbauer und der ist ein Siegen, das ist die Firma Zöller Fahrzeugbau. Und da kann man mal sehen, wie einfach das eigentlich ist, wenn man das richtige Werkzeug hat, also die Kabine. Ich dachte ja, das ist ein Riesenaufwand, die runterzuheben, aber es hat keine 10 Minuten gedauert, da war die Kabine unten. Nachdem die Kabine unten war, das Fahrgestell war natürlich nicht sonderlich sauber. Ich meine, das ist über Jahrzehnte am Dorf durch den ganzen Dreck und den Kuhmist am Boden durchgefahren worden, mussten wir es natürlich erstmal sauber machen. Und um so eine gewisse Grundreinigung zu bekommen, sind wir damit erstmal in die LKW-Waschanlage gefahren. Der gute Mann da, der hat das abgespritzt mit dem Hochdruckreiniger. Ja, wir haben da zusammen praktisch 50 Minuten sauber gemacht. Da ist eine dreckige Brühe runtergelaufen. Unglaublich, kann man sich so eigentlich gar nicht vorstellen. Und wir haben das auch so erstmal gar nicht gesehen, dass da so viel Dreck drauf war. War ganz interessant. Aber das musste natürlich gemacht werden, um erstmal den groben Dreck abzubekommen. Ja, nachdem das Fahrgestell dann sauber war, haben wir ein paar kleinere Roststellen gefunden. Also nichts Gravierendes, nichts, wo großartig was abbröckelt. Aber so ein bisschen Oberflächenrost, vor allen Dingen hier hinten an der Anhängerkupplung, war so, was weiß ich, so ein Stückchen hier, vielleicht 15 cm, so ein Rostfeld, so im Durchmesser von 15 cm. Klar, da hinten war die Pumpe, da war das Wasser, da sind sie garantiert irgendwo mal gegen den Lack geknallt und dann ist das Wasser reingelaufen und hat es da ein bisschen gerostet. 2-3 Stellen. Wir wollten die eigentlich nur ein bisschen bearbeiten. Rostumwandler drauf. Wir haben hier Vertan gekauft. Das hatten wir dann auch gemacht. Haben wir drauf gemacht und dann überlackieren. Aber bei der Arbeit ist uns dann relativ schnell aufgefallen, dass der ganze LKW, das sah zwar für uns aus wie Lack, aber es war eine Wachsschicht. Es war nicht nur eine Wachsschicht, es waren viele Wachsschichten. Und wir sind dann da, wir haben weitergeguckt und haben uns alles angeguckt, kontrolliert und dann ist so ein Stück Wachs abgebröckelt. Und darunter war dann auch wieder Rost. Und da haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt? Und dann kamen wir auf die verdammt dumme Idee, wir machen den kompletten Wachs ab. Das würden wir heute so nicht wieder machen. Aber wir sind dann hingegangen und haben mit Drahtbürste am Akkuschrauber, Drahtbürste an der Flex, so eine Reinigungsscheibe an der Flex, sind wir hingegangen und wollten das ganze Fahrgestell sauber machen. Und das war dann schon eine harte Nummer. Teilweise haben wir dann auch den Lack mit abgeschält natürlich. Das heißt, wir hatten dann wieder Stellen, die wir auch wieder überstreichen mussten. War keine sehr sinnvolle Entscheidung. Wir dachten aber, Mist, jetzt ist die Kabine ab. Wann kriegen wir die Kabine wieder mal ab, dass wir so gut dran arbeiten können? Wir machen das jetzt komplett. Wie gesagt, heute würden wir das nicht mehr machen. Aber damals hatten wir uns so entschieden. Naja, es ist die einzigste Entscheidung eigentlich bis heute. Wir sind ja jetzt, ich drehe das ja jetzt hier nach, diese Erklärung, einfach weil wir so viel Filmmaterial wieder hatten, dass ich mit dem Schneiden von dem Video hier nicht nachkam. Hab bestimmt schon gemerkt, dass es ein bisschen verspätet ist. Wir sind bis heute, wir sind jetzt mitten in der zweiten Staffel am Drehen schon, wir sind im Innenausbau, haben wir keine Entscheidung, wo wir so ein bisschen Bauchkrummeln hatten, bis auf diese, ja, mit dem Fahrgestell. Aber das gehört auch dazu, wenn man das selbst macht. Falls ihr noch nie so Wachs abgemacht habt, also so Wachs ist ein harter Gegner. Vor allen Dingen, wir haben festgestellt, dass es mehrere Schichten Wachs waren. Ja, also teilweise Wachs, Dreck, wieder Wachs, Dreck, wieder Wachs. Die Feuerwehr hat den immer wachsen lassen anscheinend jedes Jahr. Und da haben die richtig drüber gefeuert. Und
So ein Wachs hat eine sehr blöde Eigenschaft, der geht sehr schwer ab. Also wir haben dann angefangen, wie gesagt, mit Drahtbürsten und sowas. Aber auch, wir haben versucht, Reiniger zu bekommen. Wir haben echt intensive Reiniger genutzt. Das hat auch nichts gebracht. Wir haben dann mitbekommen, dass man natürlich, wenn man Wachs warm macht, wird er flüssig. Also sind wir mal dahin und haben mal mit dem Feuerzeug mal so ein Stück Wachs warm gemacht. Und dann sind wir drüber und es ist auch weich geworden. Allerdings hat man dann alles nur überall hingeschmiert. Also das war noch mehr Sauerei als alles andere. Und zum Lackieren muss ja alles ab. Also es hat uns richtig, richtig Zeit gekostet und war auch eine sehr frustrierende Arbeit. Und natürlich wurde die Zeit dann auch irgendwann knapp. Das heißt, wir haben uns dann immer mehr beeilt. Wir haben also hier oben abgemacht. Wir haben aber auch, ihr seht ja da unten im Hintergrund, oh, da, ich zeig's mal hier, die Kugel da, die Achse hinten haben wir auch mitgemacht. Die ist ja auch mittlerweile blau. Und da konnte man das richtig schön sehen. Da war unten anscheinend, dadurch, dass der Dreck von unten gegen die Achse fällt oder geflogen ist, der Wachs weg. Und da sind wir mit der Drahtbürste einmal drüber, war das Ding sauber. Also das, ich konnte es gar nicht glauben. Es hat alles gestaubt und von Dreck und dann war es sauber. Aber obendrauf, da sind dann teilweise so Kuhlen und da hat sich der Wachs drin gesammelt und da waren bestimmt 5, 6 mm dicke Schichten Wachs drin. Ja, also es war ein echt, echt harter Kampf. Ja, und dann haben wir nach der Hälfte von dem Fahrgestell gemerkt, es kommt nicht mehr eine Roststelle. Also das Fahrgestell war einfach super. Wir haben uns selbst ein bisschen verunsichern lassen durch die ganze Geschichte. Und wie gesagt, heute würden wir es nicht mehr so machen. Wir haben dann nach der Hälfte halt beschlossen, nee, hier hören wir auf. Das bringt nichts nach vorne, war überhaupt nichts mehr. Dadurch, dass die Feuerwehr so gut hat wachsen lassen, war das wirklich alles wunderbar geschützt da vorne. Hinten war halt nur das durch das Wasser von dem Wassertank oben und dieser ganzen Putscherei ein paar Stellen. Das war echt dann eine Erleuchtung und dann haben wir so nach der Hälfte des Fahrgestells haben wir einfach aufgehört, haben gesagt, bringt nichts. Wir haben nichts mehr gefunden, unter dem Wachs nicht eine Roststelle. Dann müsst ihr euch vorstellen, nachdem wir das alles gereinigt hatten, hatten wir verschiedene Stellen. Wir hatten Stellen, wo Rost war, da hatten wir den Rostlöser drauf gemacht. Wir hatten ein paar blanke Metallstellen, weil wir mit der Flex zu stark drauf sind und haben den Lack mit abgefeuert beim Wachs. Den haben wir dann grundiert. Ja, das heißt, wir haben dann angefangen zu grundieren und haben darauf einen Acrylharz-basisbasierten Einkomponentenlack drauf gemacht. Diesen blauen hier. Und wir haben uns unter anderem für Blau einfach entschieden, weil wir eine andere Farbe haben wollten als Schwarz, damit wir sehen, wir waren überall. Ja, weil wenn man Schwarz auf Schwarz lackiert, sieht man das nur schwer. Und dafür mussten wir dann allerdings auch, weil es schon so spät im Jahr war und wir nicht mehr, ihr müsst euch vorstellen, wir waren jetzt schon im Winter und im Januar sollte das Fahrzeug zum Karosseriebauer, also im Frühjahr, Januar, Februar haben wir gesagt, bringen wir zum Karosseriebauer. Und wir mussten noch lackieren. Ja, vorher braucht man die Kabine nicht draufheben. Also haben wir ein Zelt drum gebaut aus Plane. Ich habe einen Gasbrenner gekauft. Und dann haben wir praktisch erstmal, wenn wir hier rein sind in die Halle, das hier ist also eine alte Getränkehalle, die ist sehr kühl. Die ist irgendwie ganz speziell gebaut. Die ist im Sommer kühl, also bei 30 Grad ist das Wohlfühlparadies hier. Im Winter wird es knackig. Und dann haben wir mit dem Heizstrahler praktisch unter dieses Zelt aus Plan drunter geheizt, so lange bis das Metall über 15 Grad war, wo wir arbeiten mussten. Und dann haben wir lackiert. Ein bisschen speziell waren die Blattfedern. Die Blattfedern, ist es folgendermaßen, die hatten sie einfach mitlackiert damals. Und da hat der Lack schon abgeblättert und überall war Rost drunter. Klar, die bewegen sich, da reibt sich der Lack ab und dann fliegt der Scheiß auseinander. Und es rostet drin. Und die haben wir aber dann auch einfach nur sauber gemacht, den kompletten Lack abgemacht und haben sie dann mit Overdrol eingestrichen. Das ist so ein Öl, das auch Rost verhindert. Das kriecht also überall rein, weil wir wollten, dass das richtig zwischen die Federn reinkriecht. Und das haben wir zumindest gelesen, dass viele das verwenden und zufrieden damit sind. Und war für uns auch vollkommen logisch und auch bis heute ist da kein Klumpen Rost dran. Wir fahren natürlich noch nicht so viel, weil wir mehr dran bauen als fahren. Aber da sieht man also nichts dran momentan. Die sind einwandfrei, die Blattfedern. Ja, und das dicke Ende kommt zum Schluss. Es ist wie immer.
die Kabine ist draufgesetzt worden. Und dabei entsteht natürlich auch ein bisschen Bewegung auch auf dem Lack. Und dann haben zwei, drei Stellen ist wirklich der Lack wieder abgefallen. Wir wissen bis heute nicht, warum. Wir haben das nachgearbeitet, im Endeffekt so, wie wir es vorher auch gemacht haben. Und jetzt hält er. Ich gehe mal davon aus, dass wir entweder das nicht richtig getrocknet war durch diese Temperatur. Wir haben natürlich nicht 24 Stunden lang den Heizstrahler da rein feuern lassen können. Wir können ja nicht hier unten auf dem Boden unter dem LKW schlafen und gucken, dass nichts passiert, dass das nicht geschickt hat. Das war vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber wir mussten dann. Oder wir haben irgendwo noch Wachs übersehen. Ganz einfach, das ist da dann an die Stelle abgekommen. Ansonsten ist alles soweit ganz gut gelaufen. Uns gefällt auch die Farbe ganz gut. Wir haben natürlich noch so andere Kleinigkeiten gemacht. Diese ganzen Schmiernippel und sowas, da war natürlich auch ein bisschen Dreck drauf, Farbe drauf, die haben wir mit sauber gemacht. Solche Dinge. Aber im Großen und Ganzen war das wirklich eine Monsterarbeit. Weil wenn man immer nur zwei Tage die Woche dran arbeiten kann und dann auch immer nur, was weiß ich, so 4-5 Stunden, dann ist das wirklich was ein halbes Jahr frisst, diese Restauration. Und das haben wir maßlos unterschätzt, die Zeit einfach. Ja, ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Trotzdem, ich möchte es nicht missen, weil ich habe einiges darüber gelernt, wie man lackiert und sowas. Und ich glaube, dass man sowas auch, wenn man so ein Fahrzeug hat, immer mal wieder braucht. Und da gehört das auch dazu. Wir haben ein paar Sachen noch nicht gemacht. Da sind Hohlräume drin. Da haben wir noch so Fluidgel, das wir reinsprühen wollen, um einfach diese Hohlräume vor Rost mehr zu schützen, falls da was drin stehen bleibt. Aber das würden wir dann alles machen, praktisch bevor wir dann das erste Mal auf große Fahrt gehen. Solange er hier in der Halle steht und wir nur mal zur Tankstelle fahren oder mal für einen kleinen Ausflug, um mal den blauen Klaus wieder zu bewegen, hat das jetzt nicht so eine Priorität für uns. Wir wollen den Innenausbau jetzt erstmal fertig bekommen. Wenn ihr eine Idee habt, warum sowas zustande kommen kann oder wie man mit so Wachs besser umgehen kann, als wir das vielleicht getan haben, haut's in die Kommentare rein. Wir sind immer froh, wenn wir ein bisschen was zurückgeben können und auch ein bisschen was mit der Community teilen können. Hier war es unsere Erfahrung. Wenn ihr eure noch dazu gibt, wird es noch besser. Die Restauration des Fahrgestells war so ein bisschen ein Auf und Ab. Aber am Ende haben wir den Termin einhalten können. Der blaue Klaus kam rechtzeitig nach Siegen zum Zöller Fahrzeugbau. Und die haben die Kabine dann oben drauf setzen können. Und wenn ihr wissen wollt, wie wir die Kabine abgeholt haben, wie das aussah, dann würde ich mal sagen, abonniert den Kanal, klingelt das Glöckchen, damit ihr dabei seid. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, lasst ein Like da. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.